Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist tatsächlich mein erstes Mal in Cottbus. Ich habe natürlich irgendwie meine Pflicht getan und ein Bild des Treppenhauses auf Instagram gepostet, wie sich das gehört. Ich will ja ein guter Gast hier sein. Vielen Dank für die Einladung. Super schön, dass Sie es trotz des leicht polarigen Wetters geschafft haben, vorbeizuschauen. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen viel Mut über die Zukunft machen werde. Das ist nicht mein Ziel heute Abend, sondern mein Ziel heute Abend ist es, mehr Verständnis für das, was da passiert, zu produzieren und Ihnen dadurch das Gefühl zu geben, da passiert nicht irgendwie etwas über meinen Kopf hinweg, sondern ich kann das in irgendeiner Form beeinflussen. Oder wir können das beeinflussen. Wir können teilhaben an der Konversation und an den Dingen, die da passieren, die darüber entscheiden, wer bestimmt, wie wir morgen arbeiten. Kurz noch was zu mir. Ich werde es nicht zu ausführlich machen, weil dann hätte ich quasi die Hälfte des Vortrags schon erklärt. Es ist so, ne, so diese typischen komischen Berliner digitale Bohem-Menschen, die irgendwie tausend Sachen machen und alles lässt sich nicht so richtig greifen. Third Wave ist mein Unternehmen. Wir helfen Unternehmen, anderen Unternehmen dabei zu verstehen, digitale Transformation, wie verändert sich die Welt, was soll das alles, wo führt das hin? Drüben sehen Sie ein paar unserer aktuellen und vergangenen Kunden. Und für mich ist das, geht es heute Abend darum, so ein Thema, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige, nämlich der Zukunft der Arbeit, aus einem bestimmten Blickwinkel mit Ihnen zu besprechen. Und das ist der Blickwinkel der Automatisierung. Ich habe mal hier irgendwie schön zusammengefasst von Eric Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden von Google, der 2014 beim World Economic Forum in Davos diesen Satz gesagt hat: Die Automatisierung von Jobs wird das definierende Problem der nächsten 2 bis 3 Dekaden sein. Damit haben wir mal die Latte für heute Abend irgendwie ordentlich hochgehangen. Aber das ist das Thema, um das es heute Abend so ein bisschen geht: Automatisierung von Jobs. Diese Frage: Nehmen die Maschinen uns die Arbeit weg? Darum soll es ein bisschen gehen und wer da irgendwie mitbestimmt. Bevor ich da aber einsteige, möchte ich kurz nochmal so ein paar Begriffe kurz definieren, beziehungsweise irgendwie so erklären, wie ich sie benutze, um so ein bisschen Missverständnisse zu vermeiden, weil wir ganz häufig dieses Ding haben, plötzlich alle reden über Algorithmen und so weiter und man ist sich immer nicht ganz sicher, was meint denn derjenige mit. Also das sind ein paar typische Begriffe, die heute Abend auftauchen werden. Roboter ist, glaube ich, der einfachste davon. Das sind Hardware, mechanische Geräte, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Also das Standardbeispiel der Industrieroboter, der am Fließband bei Automobilherstellern Teile zusammensetzt, viel Kraft hat, so eigentlich so einer der typischen Vertreter der ersten industriellen Revolution, ne, wo physische Arbeit, die Menschen gemacht haben bisher, durch Maschinen ersetzt wurde, durch Roboter ersetzt wurde. Dann haben wir sowas wie Software, was in dem Fall sehr allgemein steht für das, was solche Maschinen steuert, was in irgendeiner Form dafür sorgt, dass Befehle ausgeführt werden. Das ist ein sehr weiter, sehr abstrakter Begriff. Es müssen auch nicht unbedingt sein, dass das jetzt Roboter steuert. Es kann auch einfach eine Software sein, die auf einem Server irgendwo im Internet läuft und die bestimmte Sachen macht. Und was diese Sachen macht, das wird in der Regel bestimmt durch einen Algorithmus. Ein Algorithmus ist nichts anderes als ein Regelwerk im Rechner, was bestimmt, wie Daten ausgewertet werden. Und es gibt so ganz viele praktische Beispiele. Zum Beispiel die Entscheidung, was Ihnen angezeigt wird, wenn Sie einen Begriff bei Google eintippen. Das macht der sogenannte PageRank-Algorithmus von Google. Nach diesem Algorithmus bewertet Google, welche der Milliarden Ergebnisse in seiner Datenbank es Ihnen anzeigt. Dabei hat es ganz viele Werte, die es dabei beachtet. Welche das genau sind, verrät Google nicht so gerne. Dafür gibt es eine ganze Industrie, die nichts anderes macht, als sich damit zu beschäftigen, zu verstehen, versuchen herauszufinden, was denn jetzt genau dieser Google-Algorithmus macht. Facebook genau das Gleiche. Wenn Sie einen Facebook-Account haben, sich dort einloggen, haben Sie immer so, ne, die aktuellsten Nachrichten Ihrer Freunde. Auch Sie sehen nicht alles, was Ihre Freunde gepostet haben, sondern sehen eine Auswahl. Und welche Auswahl Sie sehen, das bestimmt der sogenannte Edge-Rank-Algorithmus. So bezeichnet Facebook seinen eigenen Algorithmus. Das ist auch da einfach ein Set von Regeln,
nach denen der Algorithmus bestimmt, was er ihnen anzeigt. Typisches Beispiel, wenn einer ihrer Freunde oder Bekannten in seiner Facebook-Nachricht oder in ihrer Facebook-Nachricht sagt, wir sind Eltern geworden, dann hat Facebook seinen Algorithmus so programmiert, dass diese Nachricht bei möglichst vielen von ihnen auftaucht, weil Facebook denkt, dass das für sie eine besonders wichtige Nachricht ist. Das führt dann natürlich zu solchen lustigen Sachen, dass Menschen, die gerne wollen, dass die Nachricht, die sie auf Facebook posten, von möglichst vielen ihrer Freunde gesehen wird, gerne nochmal die Unterzeile darüber schreiben, wir freuen uns über unser neues Baby, die Party zum so und so vielten. Weil man so versteht, so funktioniert der Algorithmus von Facebook. Und Algorithmen spielen eine ganz große Rolle in unserer digitalisierteren Gesellschaft, weil sie ganz viel steuern. Und es ist wichtig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dann ein Begriff, den Sie in diesem Vortrag immer wieder hören wollen, ist der Maschinen. Maschinen ist, so wie ich es benutze, so ein sehr abstrakter Begriff, der hauptsächlich für die Kombination von Software, Algorithmen, teilweise Hardware steht, immer so ein bisschen als das Pendant zum Menschen. Wenn ich Maschinen sage, dann können das Server sein von Google, das kann Facebook sein, das kann aber auch eine Maschine in einer Fabrik sein, die etwas steuert. Einfach nur mal so ein paar Begriffe. Kommen wir zurück zur Automatisierung. Diese Frage, nehmen die Maschinen uns die Arbeit weg, ist ja ungefähr genauso alt wie die Maschinen selbst. Man kann im Prinzip sagen, dass seitdem es Technologie gibt, haben wir Angst vor ihr. Seitdem es Technologie in dieser Form gibt, haben wir Angst, dass sie uns überflüssig macht. Das war in der ersten industriellen Revolution ganz normal. Es ist auch ganz real passiert. Es gab neue Technologie und sie hat dafür gesorgt, dass Menschen ihre Arbeit verloren haben. Warum reden wir plötzlich wieder über dieses Thema? Und für mich ist es sehr faszinierend. Ich habe vor 2 Jahren auf der Republika in Berlin einen Vortrag über genau dieses Thema gehalten. Damals gab es in Deutschland praktisch keine Literatur dazu. Es gab so einzelne Artikel in der FAZ, es gab 2, 3 Bücher in den USA, die sich neu mit diesem Thema beschäftigt haben, aber allgemein war das eher so, ja, das war irgendwie erste industrielle Revolution. Und seitdem ist dieses Thema total explodiert. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber es gibt jede Menge Bücher, jede Menge neue Artikel, die plötzlich wieder ganz groß darüber schreiben, dieses Problem der sogenannten technologiebedingten Arbeitslosigkeit. Warum ist das plötzlich wieder ein Problem? Roboter gibt es doch irgendwie schon seit so langem. Und wenn wir uns angucken, wie irgendwie die Automatisierung, zum Beispiel in der Landwirtschaft, seit Hunderten von Jahren dafür sorgt, dass Menschen ihre Arbeit verlieren und das, was früher 50 Leute gemacht hat, heute von 2 Leuten gemacht wird, warum ist das plötzlich wieder ein Thema? Und das liegt an den eben schon genannten Algorithmen, an Software. So, ne, in der ersten industriellen Revolution hatten wir vor allem Roboter, Hardware, Maschinen, physische Maschinen, die Arbeit ersetzt haben. Und jetzt haben wir plötzlich Software, die immer mehr Arbeit ersetzt. Das mir ist das Beispiel des selbstfahrenden Autos von Google. Das ist eine Visualisierung, wie das selbstfahrende Auto seine Umgebung sieht. So pro Sekunde sammelt das selbstfahrende Auto von Google 1 Gigabyte an Daten aus all seinen Sensoren. Und die kombiniert mit dem Kartenmaterial, das es von Google Maps und anderen Diensten bekommt, steuern das Auto. Das Besondere, warum es plötzlich möglich ist, ein selbstfahrendes Auto zu haben, liegt nicht an der Hardware. Die Hardware gibt es schon länger, diese Sensoren, diese Möglichkeiten. Was wir jetzt haben, sind vor allem genug Rechenkapazität, um schnell mit 1 Gigabyte von Daten pro Sekunde hinzukommen, aber vor allem die Algorithmen, die das Ganze auswerten können und die ein so komplexes Ding wie Fahren beherrschen können. Und dann kann man relativ schnell verstehen, warum Menschen plötzlich wieder diese Frage stellen. Weil wenn wir uns vorstellen, dass es in Zukunft ein selbstfahrendes Auto gibt, fallen uns sofort jede Menge Berufszweige ein, die davon ganz schön Probleme bekommen können. Ne? Von den Taxifahrern, über die LKW-Fahrer, über die Limousinenfahrer. Und damit sprechen wir nur über explizite Berufe, die direkt vom Autofahren leben. Da gibt es natürlich noch all die Fragen, was passiert mit den verbundenen Industrien, die ebenfalls in irgendeiner Form mit dem Autofahren zu tun haben.
Das ist einfach nur so, ne? Also man sieht das, man sieht die Fortschritte bei so einer Technologie und fragt sich, was bedeutet das für die Zukunft? Und wir sehen das tatsächlich auch in vielen anderen Bereichen und insbesondere in Bereichen, bei denen wir bisher davon ausgingen, dass sie relativ sicher sind, was den technologischen Fortschritt und Automatisierung angeht. Weil das, was bisher wir kannten von der ersten industriellen Revolution ist, dass in so einer Bandbreite von Jobs, von Arbeitsplätzen, durch die Automatisierung, durch die Modernisierung, durch den technologischen Fortschritt in erster Linie mal die Jobs am unteren Ende wegfallen und durch Jobs in den höheren Bereichen ersetzt werden. Das war das, wie es bisher war. Plötzlich sehen wir aber, dass auch immer mehr Jobs scheinbar in den mittleren Bereichen, mittleren Einkommen gefährdet sind. Beispiel bei den Ärzten. Der beste Arzt bei der Erkennung von Krebs ist heute ein Algorithmus. Kann mit deutlich höherer Sicherheit vorhersagen, ob jemand Krebs hat oder nicht. Einfach weil eine Mustererkennung, so dieser Algorithmus ist darauf programmiert, genau zu unterscheiden zu können, ob in einer Analyse, wie in diesem Röntgenbild, ob dort Krebs zu sehen ist oder nicht, weil er einfach von den Menschen programmiert wurde, um das zu machen und zu erkennen. Das ist damit deutlich sicherer. Das heißt, ein wichtiger Aspekt des Arztseins wird in dem Fall durch Software ersetzt. Zweites Beispiel, Rechtsanwälte. Ich habe mir von Rechtsanwälten irgendwie sagen lassen, soweit ich sie verstehe, ist ein Großteil ihrer Arbeit unter anderem Präzedenzfälle zu finden, Beispiele zu finden, Literatur zu wälzen, Akten zu wälzen, Archive zu wälzen, Daten aufzubereiten. Und wir können uns relativ einfach vorstellen, dass mit ausgefeilten Algorithmen das heute eine Software deutlich schneller machen kann als ein Rechtsanwalt. So, ne? Also ne? Große Menge Daten, da ist ein Computer besonders gut drin, damit umzugehen. Das heißt, auch ein gewichtiger Teil der Arbeit eines Rechtsanwalts kann plötzlich von einer Maschine übernommen werden, kann automatisiert werden. Und drittes Beispiel, Journalismus. Es gibt heute Software, die bereits im Einsatz ist, die insbesondere in bestimmten Teilbereichen des Journalismus bereits komplette Artikel schreibt. Das ist insbesondere der Sportjournalismus und der Finanzjournalismus. So, ne? Also es gibt Software, die kann Ihnen einen Ast, den geben Sie die kompletten Daten eines Spiels, wird in den USA besonders gern bei Baseball gemacht, ein extrem statistisch umfangreiches Sportart wird in den USA verwendet, in den USA wird diese Software verwendet, um Spielberichte von Baseballspielen vor allem zu machen. So, und sie geben dieser Software die kompletten Daten und sie schreibt ihnen einen Artikel, bei dem die meisten Menschen nicht unterscheiden können, kommt der von der Maschine oder kommt der von einem Menschen. Kann man einfach so zusammenschreiben. Können Sie sich auch relativ einfach, glaube ich, vorstellen, so Finanzberichte. Sie geben der Software den Geschäftsbericht eines Unternehmens und es schreibt daraus die Story, wie dieses Jahr für diese Firma gelaufen ist. All das sind Sachen, die bislang eigentlich als relativ sicher galten, Journalismus, Rechtsanwälte, Ärzte, die plötzlich sich fragen müssen, sind unsere Jobs auch gefährdet? All das wurde vor knapp 2 Jahren nochmal auf die Spitze getrieben von einer Studie von der Oxford-Universität, die sich angeguckt haben, die quasi gesagt haben, wir definieren mal 3 Kriterien von Arbeiten, die extrem schwer auf lange Sicht durch Maschinen zu ersetzen sind. Und diese Kriterien sind als erstes soziale Intelligenz, so Umgang Mensch zu Mensch. Ja, also dieses so, ich verstehe dich, ich stehe dir gegenüber, ich gehe auf dich ein, so das, was eigentlich die Stärke auch des Arztes ist, nämlich irgendwie tatsächlich, ich meine, es ist ja schön, wenn irgendwie Algorithmen Krebs diagnostizieren können, aber möchte man gerne von einer Maschine diese Diagnose übermittelt bekommen? Wahrscheinlich nicht, sondern da ist eine ganz große Stärke drin, nämlich die soziale Intelligenz. Dieses Miteinander. Dann die kreative Intelligenz. Maschinen sind nach wie vor sehr schlecht darin, neue Ideen zu haben, neue Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen, kreativ zu sein. Und der dritte Bereich sind sogenannte Perception und Manipulation Tasks, also alles das, wo ich etwas sehe und schnell etwas tue. So, für eine Maschine ist es nach wie vor extrem schwer, einen Gegenstand auf ein Bild zu beziffern. So, da kann man zwar viel mit Mustererkennung und so weiter machen, aber es ist immer noch sehr schwer, ganz klar,
da ist die Werbung, da ist das, das steht auf dem Schild drauf und so weiter. Es gibt einen Grund, warum wir diese ganzen Captures, so wo, wenn irgendwie in einem Formular im Internet jemand wissen möchte, ob wir ein Roboter sind oder nicht, solche Zahlen und solche Sachen drin sind, weil wir einfach da noch nach wie vor wesentlich besser drin sind. Also, soziale Intelligenz, kreative Intelligenz und solche Perception und Manipulation Tasks sind die drei Kriterien. Und dann haben sie sich 700 Jobbeschreibungen genommen und haben jeweils angeguckt, wie viel von dem Job auf die eine von diesen drei Kriterien basiert und danach eine Wahrscheinlichkeit berechnet, dass dieser Job in den nächsten 20 Jahren automatisiert wird. Hier ist ihr Ergebnis: 47% aller Jobs in den USA stehen in der Gefahr, durch Automatisierung ersetzt zu werden in den nächsten 20 Jahren. Das ist für Deutschland ziemlich genauso, haben sie inzwischen auch nachgeschaut. Wer hier drüben mal gucken möchte, das ist der Economist, hat dann mal so aufgezählt. Hier unten sind die Jobs, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, ersetzt zu werden. Hier oben sind die Jobs, die die wenigste Wahrscheinlichkeit haben. Alle Zahnärzte im Raum, läuft. Würde ich mir weniger Sorgen machen, die Callcenter-Mitarbeiter, Telemarketer. Ich würde mich mal vielleicht nach einer Umschulung angucken. Das Ding ist natürlich, diese Studie hat eine ganz große Schwäche. Sie redet nur über die Jobs, die eine Wahrscheinlichkeit haben, durch Automatisierung ersetzt zu werden. Sie redet in keiner Weise über die Jobs, die neu entstehen durch technologischen Fortschritt. Das muss man bei dieser Studie immer ganz genau dazu sagen und im Blick behalten, weil das ist ein riesengroßes Problem in diesem Diskurs über die Zukunft der Arbeit. Nämlich die Frage, werden in Zukunft mehr Jobs durch technologischen Fortschritt wegfallen als dazukommen oder werden mehr Jobs dazukommen als wegfallen? Das ist die Frage, um die sich die ganze Diskussion dreht. Also ist das Pew Research Institute in den USA hingegangen und hat tatsächlich fast 1900 Experten genau diese Frage gestellt. Werden 2025 vernetzte, automatisierte, künstliche Intelligenzanwendungen und Roboter mehr Jobs verdrängt, als neue geschaffen haben? So, das Ergebnis dieser Umfrage. 48% haben gesagt, ich habe hier mal das Originalzitat aufgeführt, 48% haben gesagt, grob übersetzt, dass es mehr Jobs wegfallen werden, als dazukommen werden. Und das wird zu einer großen Zunahme an Einkommensungleichgewicht und einer Masse von Menschen, die im Prinzip nicht mehr anstellbar sind, führen. Und es wird zu einem, Sie sagen schön, Breakdowns in Social Order. Ja, also das soziale Gefüge wird zusammenbrechen. Von 1900 Experten haben das 48% gesagt. Die anderen 52 haben gesagt, nein, es werden mehr Jobs entstehen als wegfallen, weil sie haben den Glauben an die menschliche Einzigartigkeit, neue Jobs, Industrien und Möglichkeiten, seinen Unterhalt zu verdienen, an den glauben sie. Das ist also eher eine Glaubensfrage. Das heißt, bei 1900 Experten, die gefragt wurden, war die Antwort 50-50. Ich sage immer an der Stelle, das ist nicht Klimawandel. Beim Klimawandel wissen wir, dass er passiert und was er kommt und dass es an uns ist, etwas daran zu tun. Hier ist das Feld komplett offen. Wir wissen es nicht. Es liegt auch daran, dass es ein extrem komplexes, von sehr, sehr vielen Faktoren abhängiges Thema ist. Das ist für mich erstmal beruhigend, weil das heißt, hier kann noch was passieren. So, wir sind dem nicht ausgeliefert. Es ist noch nicht alles klar und es ist nur noch die Frage, wie schlimm es wird, sondern wir haben eine Möglichkeit, etwas zu tun. Wir haben eine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Das, wo es hingeht, ist tatsächlich das, wo sich die meisten Experten zu dem Thema einig sind, dass der Weg nach vorne tatsächlich die Symbiose aus Mensch und Maschine ist. Das heißt, dass wir besser verstehen, und deswegen finde ich, zitiere ich immer gerne diese Oxford-Studie, weil sie schon mal so einen Versuch gemacht hat zu sagen, was macht denn eigentlich menschliche Arbeit aus? Wo sind wir Menschen am besten drin? Ne? Soziale Intelligenz, kreative Intelligenz, diese Themen. Wo sind wir sehr gut drin? Und wo sind die Maschinen wesentlich besser drin? Das, was wir gesehen haben, so Mustererkennung, große Datenmengen verarbeiten. Es geht um diese Symbiose, wo beide Seiten ideal zusammenarbeiten können. Und es gibt ein schönes Beispiel, wie das aussehen kann. Lange Zeit, bis in die 90er rein, waren Menschen die besten Schachspieler der Welt. So, es gab die Großmeister, die
von keinem Schachcomputer zu schlagen waren. Bis die Schachcomputer von ihrer Prozessorkraft so gut wurden, dass sie angefangen haben, Menschen zu besiegen. Und so ab Mitte, Ende der 90er war das genauso weit. Ab dann war es möglich, dass ein Schachcomputer auch einen Menschen, einen Großmeister im Schach besiegen konnte. Und man ging eigentlich davon aus, dass ab dann es nicht mehr möglich war, für einen Menschen, oder dass ab dann es nur noch möglich war, dass ein Schachcomputer der beste Schachspieler der Welt ist. Bis 2005. In 2005 fand ein sogenanntes Freestyle-Chess-Turnier statt. Und Freestyle-Chess bedeutet, dass alles erlaubt ist. Alles. Das heißt, es dürfen Menschen antreten, es dürfen Schachcomputer antreten und es dürfen Teams von Menschen und Schachcomputern antreten. Und logischerweise, die Pointe von dem ganzen Thema ist, dass genau die gewonnen haben, nämlich ein Team aus zwei menschlichen Spielern und drei Schachcomputern. Und die haben deswegen gewonnen, weil sie, diese beiden Menschen, genau wussten, was sind die Stärken und Schwächen dieser drei Schachprogramme, wie setzen wir die idealerweise ein und wie können wir dann noch quasi die kreative Intelligenz, die soziale Intelligenz, so dieses, ich kann mein Gegenüber lesen, kann überlegen, wie kann ich ihn durcheinander bringen und so weiter, diese Themen ideal kombiniert haben und deswegen sowohl jeden anderen Schachspieler als auch jeden anderen Schachcomputer besiegt haben. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie ich glaube, wo es in Zukunft hingehen kann. Und damit das passieren kann, ist hier ein wichtiges Zitat von Constanze Kurz und Frank Rieger, die ein schönes Buch geschrieben haben, das nennt sich Arbeitsfrei, in dem sie hingegangen sind und gesagt haben, wo stehen wir denn eigentlich Thema Automatisierung in Deutschland? Was passiert denn eigentlich? Und haben sich mal den Weg des Brotes genommen, vom Korn auf dem Feld bis zu dem Brot im Backshop und sich komplett angeschaut, wo wir da stehen von der Automatisierung her. Also wie ein Bauer heute arbeitet, wie eine Mühle heute arbeitet. Um es einfach mal so sehr nüchtern zu betrachten, wie hat sich das verändert. Und Sie haben in ihrem Abschlusskapitel schreiben Sie, die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass wir unsere neue Symbiose mit den Menschen als etwas Positives, Befreiendes und Sinnvolles sehen können, erfordert eine umfangreiche Diskussion über unsere gesellschaftlichen Ziele und Ideale. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir gerade sind. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, es ist noch nicht alles entschieden. Sondern wir sind an dem Punkt, wo wir diese Diskussion führen müssen. Das Problem ist, dass während wir anfangen zu verstehen, da passiert was und wir sollten eine Diskussion darüber führen, gibt es einen bestimmten Teil der Technologiebranche, der dabei ist, schon mal zu versuchen, Fakten zu schaffen, was diese Symbiose zwischen Menschen und Maschinen aussieht. Komm noch mal zurück zu dem, was ich am Anfang gezeigt hatte, dem selbstfahrenden Auto von Google. Damit dieses Auto sich durch die Gegend bewegen kann, braucht es nicht nur viele Sensoren, die analysieren, was um es herum passiert, sondern es braucht auch sehr hochwertiges Kartenmaterial, damit es weiß, wo es genau langfahren darf, wo nicht, wo Baustellen sind, wo Sperrungen sind. Und damit dieses Material erzeugt werden kann, gibt es diese Fahrzeuge. Gibt es eine riesige Flotte auf der ganzen Welt, überall beziehungsweise an den wichtigsten Orten derzeit, aber damit das selbstfahrende Auto auf der ganzen Welt funktioniert, braucht es in Zukunft diese Fahrzeuge auf der ganzen Welt, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag Sensoren aufzunehmen. Weil das, wo das selbstfahrende Auto extrem schwer sich mit tut, ist kurzfristig zu verstehen, wo sich Dinge verändert haben im Straßenverkehr. Das heißt, es gibt Menschen, die für Google den ganzen Tag nichts anderes machen, als in diesem Auto rumzufahren und Kartenmaterial zu sammeln. Das Problem ist aber, dass dieses Kartenmaterial, so wie es in die Sensoren reinkommt, noch nicht verwertbar ist für ein Google Maps oder ein selbstfahrendes Auto. Es muss wiederum aufbereitet und aufgeräumt werden. Es muss gesäubert werden. Das ist das große Problem von Big Data, dass die meisten Daten, die heute zur Verfügung sind, erstmal für sogenannte Algorithmen, wie zum Beispiel beim selbstfahrenden Auto, aufgeräumt werden müssen. Das heißt, Google hat eine ganze Armee von Menschen, die jeden Tag in diesen Autos herumfahren und dieses Material überhaupt erst ermöglichen, dass in Zukunft jemand mit einem selbstfahrenden Auto fahren kann. Und man kann jetzt sagen, ja, aber in Zukunft, irgendwie selbstfahrende Autos, die können ja dann selbst die Daten sammeln, ja, das stimmt.
Aber das stimmt nur insofern, als es ja auch viele Straßen und Wege gibt, auf die nur sehr selten jemand kommt. So, in der Stadt ist das kein Problem. Da fahren so viele Autos in Zukunft rum, die Sensoren eingebaut haben, dass man das alles mitnehmen kann. Aber gerade an vielen Randgebieten und auf dem Land braucht es ganz aktiv das Sammeln dieser Daten. Das gibt es auch bei ganz anderen Stellen bei Google. Es gibt die sogenannten Google Quality Raters. Das sind die, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag Google-Ergebnisse durchzugucken und zu sagen, okay, hier hat der Algorithmus einen Fehler gemacht, hier ist Spam reingekommen. Das heißt, die ganze Zeit das aufzuräumen. Der Grund, warum wir alle Google im Alltag benutzen als Suchmaschine, sind diese Menschen. Ohne diese Menschen würde uns der Algorithmus von Google so viele falsche, richtige sozusagen geben, also Suchergebnisse, von denen der Algorithmus denkt, dass die passen, die aber aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, weil sie zum Beispiel Spam sind, der direkt darauf ausgerichtet ist, uns in die Irre zu führen. All diese Ergebnisse funktionieren deswegen, weil dort Menschen sind, die ganze Zeit den Algorithmus trainieren und sagen, hier hast du falsch gemacht, hier hast du richtig gemacht, hier hast du falsch gemacht, hier hast du richtig gemacht und dadurch versuchen, ihn zu verbessern und zu überprüfen, weil natürlich Google auch beständig diesen Algorithmus anpasst, versucht, andere Sachen zu machen, ihn besser zu lernen, andere Schwerpunkte zu legen. Und diese Google Quality Raters sind beständig damit beschäftigt, diesen Algorithmus zu trainieren und den Müll rauszuschmeißen. Das Interessante ist, dass sowohl diese Menschen, die den ganzen Tag mit diesen Google-Autos rumfahren, als auch diese Google Quality Raters in keiner Arbeiterstatistik oder Angestelltenstatistik von Google auftauchen. Diese Menschen sind sogenannte Independent Contractors, das heißt unabhängige Selbstständige eigentlich. Die über Drittplattformen von Google für diese Aufgaben angestellt werden. Das heißt, so ein Google Quality Rater, der sitzt nicht in Mountain View im tollen Google Campus, bekommt kostenloses Essen und irgendwie Massagen und so weiter, sondern der sitzt irgendwo auf der Welt vor seinem PC, macht den morgens an und bekommt einfach nur Zeug zum Abarbeiten und wird dafür relativ mau bezahlt. Genauso die Fahrer in den Autos, die auch über Drittplattformen eingestellt werden und dann irgendwie den ganzen Tag mit diesem Auto rumfahren dürfen. Das sind die sogenannten Independent Contractors und die spielen eine ganz große Rolle. Amazon hat das perfektioniert. Amazon hat eine Plattform, die nennt sich Amazon Mechanical Turk. Und die fungiert wie eine Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch. Können Sie sich vorstellen, Sie laden jetzt irgendwie auf eine Plattform ganz viele Bilder hoch und Google möchte gerne wissen, auf welchen von den Bildern ist was oder irgendein anderer Anbieter möchte gerne wissen, auf welchen von diesen Bildern ist jetzt irgendwas Bestimmtes drauf. Zum Beispiel ein Firmenschild oder so weiter. Und damit Schleichwerk vermieden werden soll, muss das ausgesondert werden. Dann kann dieser Anbieter hingehen und kann das als Aufgabe an Amazon Mechanical Turk schicken. Das bekommen dann die sogenannten Mechanical Turk Workers. Und dann können sie das durcharbeiten für sehr kleinen Lohn. Das sind die Möglichkeiten, die sie haben. Es ist sehr beeindruckend. Das heißt, der Anbieter, der diese Daten an Mechanical Turk schickt, hat niemals mit Menschen zu tun. Für ihn sieht es so aus, als würde eine Maschine den Job machen. So, es gibt eine Programmierschnittstelle, mit der man Daten dahin schicken kann. Und dieses Übersetzen von einer Maschine zum Menschen, das macht die Plattform. Das heißt, für den Benutzer ist es fühlt es sich an, für denjenigen, der da dort Dinge hinschickt, für die Maschine, denkt so, das ist eine Maschine, die da drüben sitzt. Deswegen, ich finde es beeindruckend, wie Amazon es tatsächlich geschafft hat, dem Ganzen einen Namen zu geben, der exakt das aussagt, was es ist. Das ist so der sogenannte Schachtürke. Darauf bezieht sich das. Das war irgendwie so ein System, wo man tatsächlich vorgetäuscht hat, als wäre es ein Schachcomputer. Tatsächlich sitzt aber in diesem Schachcomputer unten ein Mensch drin und spielt. Das heißt, ich bin immer wieder beeindruckt, wie unglaublich ehrlich von Amazon es ist, dass sie sagen, ja, wir nehmen so ein System, wo jemand beschissen wurde, in dem ein Mensch dahinter saß und nicht eine Maschine. Und das machen wir tatsächlich als Programmierschnittstelle. Amazon Mechanical Turk ist so die typischste Plattform, die genau das zeigt. Das heißt, so hier werden Aufgaben gemacht, indem sie an Menschen, quasi an menschliche Drohnen, Arbeiterdrohnen, verteilt werden und die bekommen dann, können sich damit ein bisschen Geld verdienen.
Und das Interessante ist, dass kein Big Data Unternehmen dieser großen, gerade in Silicon Valley, kommt ohne diese sogenannten Datenhausmeister aus. Das Datenhausmeister ist der Begriff, den der New York Times geprägt hat, die halt sagen, ist, alle diese Big Data Unternehmen, sie alle brauchen Menschen, die ihre Ergebnisse, ihre Vorschläge, diese ganzen Dinge auswerten. Ja, so Facebook. Facebook braucht eine riesen Herrschar von diesen Independent Contractors, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu sortieren. Porno, kein Porno. ISIS-Video mit irgendwie Enthauptung, Babybilder. So, weil die Maschinen nicht in der Lage dazu sind, diese Dinge zu erkennen, brauchen all diese Unternehmen, ein YouTube, ein Facebook und so weiter, diese Menschen, die den ganzen Tag diese Sachen aufräumen. Bei Facebook sind das insbesondere eine Riesenarmee von Filipinos, die auf den Philippinen in irgendwelchen Räumen sitzen und den ganzen Tag sich Hardcore-Pornografie und Gewaltvideos angucken müssen. Es gibt Interviews mit diesen Menschen, die sagen, sie können nachts nicht mehr schlafen, weil sie diese Bilder vor Augen haben. Aber für viele von ihnen ist es die einzige Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Und deswegen nenne ich das gerne irgendwie Silicon Valleys schmutziges Geheimnis. Nämlich, dass all diese Dinge, von denen wir denken, dass sie wie Magie funktionieren. Und wie schafft es Google bloß immer, mir die richtigen Sachen anzuzeigen, sodass das für mich relevant ist? Oder warum tauchen in meinem Facebook-Stream immer nur so positive? Warum gibt es denn keine Pornografie auf YouTube? Wie schaffen die das bloß? Das dunkle Geheimnis ist, dass sie dafür Menschen, schlecht bezahlte Menschen einsetzen, die all dieses Ding für sie tun. Und damit sind wir mitten im großen Trendthema Gig Economy oder wie auch andere es gerne nennen, die sogenannte Sharing Economy oder all das, ne, so ein Airbnb, ein Uber, all diese neuen Plattformen, die vermitteln zwischen Menschen, die etwas haben und Menschen, die etwas brauchen, sei es Menschen, die von A nach B wollen und Menschen, die ein Auto haben oder Menschen, die eine Unterkunft in einer Stadt suchen und Menschen, die ein freies Zimmer haben. Das ist so einfach ein Beispiel. Das ist die sogenannte, ich benutze gerne den Begriff Gig Economy, weil er es relativ weit umfasst. Das heißt Gig, ne, irgendwie einzelne Aufträge. Hier mal so das Beispiel, auch aus dem Economist, der irgendwie schon mal gesagt hat, so, das ist irgendwie das heiße Thema. Alle Risikokapitalgeber wollen gerne da reingehen, weil sie sich ganz viel Gewinne davon erhoffen. Und natürlich, an der Stelle müssen wir über Uber sprechen. Ja? Ich denke, Uber wird den meisten Begriff sein. Sie haben es ja nun relativ gut geschafft, in die Presse zu kommen mit dem, was sie machen. Ganz einfach, nur man muss ein bisschen vorsichtig sein. In Deutschland ist Uber inzwischen nichts anderes als eine Taxi-App. Das heißt, Taxifahrer haben die Möglichkeit zu wählen zwischen MyTaxi oder der Taxi-App ihres Taxiunternehmers oder einem Uber. In den USA und anderen Ländern ist das nochmal deutlich anders. In den USA, in vielen Städten, kann jeder, der ein Auto hat, Uber benutzen und sagen, ich fahre jetzt Leute von A nach B. Das ist in Deutschland nicht möglich, weil ganz hart dagegen gekämpft wurde. Aber das ist das, worüber ich hier spreche. So, es geht hier nicht darum, eine bestimmte Taxi-App, die genauso ist wie alle anderen, zu kritisieren, sondern es geht ganz bewusst um diese App, die dafür sorgt, dass jemand, der einfach ein Auto hat und sagt, ich fahre jetzt mal Leute von A nach B, das machen kann. Und das ist einfach nur ein, und mir geht es auch nicht hier ganz spezifisch um Uber, nicht nur, sondern mir geht es um diese Art von Unternehmen, weil das Wichtige, was all diese Unternehmen ausmachen, gerade in Berlin haben wir es gerade ganz extrem mit Essenslieferungsdiensten. So, ne, die ganzen Dienste, so Deliveroo und Foodera und so weiter, wie die alle heißen, die einem vom Restaurant oder anderen Anbietern Essen nach Hause liefern. All diese Unternehmen basieren darauf, dass diese Menschen, die diese Dienste machen, nicht bei ihnen angestellt sind, sondern dass diese Leute Selbstständige sind. Das Interessante ist aber, im Gegensatz zu Selbstständigen haben sie wesentlich weniger Freiheiten und Möglichkeiten. Ist mal ganz als Beispiel, ne, der Algorithmus ist plötzlich der Vorgesetzte. Weil du kannst nicht irgendwie mit der Taxizentrale darüber diskutieren, ob du die Fahrt jetzt annehmen willst oder ob du das so machen möchtest, sondern du bekommst einfach auf deiner App angezeigt, hier Fahrtanfrage, du musst das jetzt machen oder nicht. Du hast keine Möglichkeit zu diskutieren. Du kannst einer App nicht erklären, dass der Fahrer, derjenige, den du gerade gefahren hast, dir eine Ein-Stern-Bewertung gegeben hat, weil er
keine Ahnung, super frech war oder was von dir wollte, was auf keinen Fall ging. Er halt wollte, dass du irgendwie gegen die Einbahnstraße fährst, damit er schneller da ist. Und deswegen hat er dir eine Sternbewertung gegeben. Du kannst eine App da nicht diskutieren. So ist nicht wie bei einem Job, wo man einfach mit dem Chef mal reden kann und irgendwie sich austauschen kann, sondern man hat plötzlich eine Software als Vorgesetzten. Das zweite ist das, was ich gerne, das zweite Problem, das ich gerne als Corporate Panopticon bezeichne. Ne? Panopticon ist dieses Gefängnisprinzip, dass man in der Mitte des Gefängnisses, das Gefängnis ist rund aufgebaut, in der Mitte haben wir den Turm der Wärter und außenrum sind die ganzen Zellen organisiert und die Zellen sind so organisiert, dass man vom Gefängnis, vom Wärterturm aus komplett in jede Zelle reingucken kann. Und ganz wichtig, die Insassen können nicht sehen, ob der Wärter sie gerade anguckt. Das heißt, als Insasse so einer Zelle weiß ich zu keinem Zeitpunkt, ich weiß, dass ich jederzeit gesehen werden kann, ich weiß aber nicht, ob ich gerade angeguckt werde. Das heißt, ich bin quasi unter angenommener Dauerbeobachtung. Und genau das Gleiche passiert auch mit diesen Apps. Weil diese Apps natürlich, bei einer Taxi-App kann man sich das relativ gut vorstellen, genau wissen zu jedem Zeitpunkt, wo der Fahrer ist, was er gerade macht, wie er sich verhält. Und Uber zum Beispiel da auch teilweise schon sehr komische Sachen gemacht hat und von Auswertungen über die, wie ihre Kunden das benutzen und so weiter. Das heißt, die App, das Unternehmen weiß exakt alles über seine Fahrer. Der Fahrer weiß aber überhaupt nichts über das Unternehmen, weil alles, was er sieht, ist die App. Er weiß nicht, wie es irgendwie in der Zentrale aussieht, er weiß nicht, was sie machen, er weiß nicht, wer wo wie auf seine Daten drauf guckt. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Corporate Panopticon, dass es eine sehr einseitige Überwachung gibt, der in keiner Weise er etwas gegenüberstellen kann. Dritter Punkt, Nutzungsbedingungen sind die neuen Arbeitsverträge. Wenn Sie als Selbstständiger heute mit einem Kunden ins Geschäft kommen, dann werden Sie in der Regel in irgendeiner Form eine Art Vertrag abschließen. Das heißt, es wird eine Vertragswandlung geben. Du gibst mir das, ich gebe dir das. Ah, das ist mir irgendwie, das passt für mich noch, kannst du mir einen Rabatt geben? Ah, nee, aber ich kann dir irgendwie ein bisschen mehr Zeit geben. So, mach eine Vertragswandlung, dann wird das festgelegt, dann gibt es einen Vertrag. Das gibt es bei Uber und diesen ganzen Economy-Sachen nicht. Sondern was Sie machen ist, Sie laden sich die App runter und dann können Sie die Nutzungsbedingungen entweder akzeptieren oder Sie löschen die App wieder. Es gibt keine Verhandlung über das Gehalt, keine Verhandlung über Urlaubstage. Es gibt keine Verhandlung. Alles, was Sie tun können, ist es zu akzeptieren oder die App wieder zu löschen und nicht zu benutzen. Jetzt sagen Sie, okay, dann benutze ich die App nicht. Jetzt stellen Sie sich aber vor, Sie haben erstmal gesagt, alles klar, geht erstmal für mich in Ordnung. Ich benutze das jetzt, fahre mal ein paar Monate mit Uber, verdiene mir ein bisschen Geld dazu, baue mir eine Reputation auf, bin immer sehr, sehr freundlich zu meinen Kunden, bekomme immer 5 Sterne, bin total positiv dabei, das bringt mir mehr Geld und jetzt kann ich mehr Geld verdienen. Jetzt geht Uber hin und sagt, alles schön und gut, aber damit wir mehr Kunden bekommen, senken wir die Preise um 30%. Dann sagen sie, ja, aber mit 30% kann ich meine Familie nicht ernähren. Ich habe keine Alternative. Ich könnte jetzt zu einem anderen Anbieter gehen, aber dann kann ich mein Profil nicht mitnehmen. All das, was ich mir in den letzten Monaten aufgebaut habe an Reputation, das dafür sorgt, dass Leute gerne mit mir fahren und dass sie mich immer wieder buchen, all das verliere ich, wenn ich zu einer anderen App gehe. Egal, es gibt keine Verhandlungen. Sie haben keinen Spielraum. Sie können es annehmen, Sie können in den sauren Apfel beißen. Oder Sie können es nicht machen. Und all das sind für mich so Beispiele, wo es nicht darum geht, zu sagen, das ist grundsätzlich falsch. Weil ich glaube, dass wir durchaus, dass ein spannendes Modell auch für die Zukunft ist, zwischen der Festanstellung und der Selbstständigkeit einen dritten Bereich zu haben, wo es möglich ist, flexibler in einer Halbselbstständigkeit oder Halbfestanstellung zu arbeiten. Sozusagen ist ja für viele auch ein spannendes Modell. Die sagen, ey, ich habe ein bisschen Zeit, ich würde mir gerne ein bisschen Geld dazu verdienen und ich kann das mit dieser Art von App sehr gut machen. Das Problem ist, dass aktuell das Ungleichgewicht extrem groß ist. Alle Vorteile liegen bei dem Anbieter dieser Plattform. Alle Verantwortlichkeiten liegen bei dem Fahrer oder diesen sogenannten Independent Contractors. Weil sie müssen sich versichern, sie müssen den Sprit zahlen, sie müssen sich das Auto kaufen. Sie müssen gucken, was sie machen, wenn sie krank sind, wenn sie mal in Urlaub gehen wollen. All das sind Sachen, die komplett bei ihnen liegen. Das heißt, es ist im Moment ein extrem großes Ungleichgewicht.
Und das sehen, und das ist so, sehen wir immer wieder, und dafür ist es für mich die Parallele zur ersten industriellen Revolution. In der ersten industriellen Revolution hatten wir genau das Gleiche. Es gab neue Technologien, die haben am Anfang insbesondere die Kapitalgeber und die Firmenbesitzer nutzen können, um für sich große Vorteile zu verschaffen. Dadurch haben sie die Arbeiter ausgebeutet zu ihrem Vorteil. Und dann gab es eine Arbeiterbewegung, die gesagt hat, Moment, ist ja alles nett, aber wir wollen mehr davon haben. Wir wollen mehr Anteil daran haben. Wir wollen einen fairen Ausgleich haben und haben dafür gekämpft, und dadurch wurde diese extreme Inbalance zwischen Freiheit und Möglichkeit, zwischen Verantwortung und Rechten wieder deutlich gerader gerückt. Und im Prinzip ist es genau das Gleiche, worum es jetzt auch geht. Genau das, was wir jetzt quasi wie in der zweiten Revolution auch haben. Spamgirl, aka Christy Milland, ist eine der großen Aktivistinnen von Mechanical Turk, ist eine, die auf Mechanical Turk ihr Geld verdient und die sich ganz stark so in die Organisationsrolle gegangen ist und gesagt hat, wir wollen diese Konditionen nicht mehr hingehen, in dem Fall Mechanical Turk. Und sie hat gesagt, für Leute mit schlecht bezahlten Jobs und für Arbeitslose ist Mechanical Turk tatsächlich überlebenswichtig. Was wird immer so getan, als, naja, also ein paar Leute wollen sich was dazu verdienen, die sollen sich jetzt mal nicht so haben. Tatsächlich ist es gerade in der Situation, in der wir ganz aktuell sind, nämlich gerade auch in den USA, immer noch in einer Wirtschaftskrise, dass Leute es teilweise schwer haben, Arbeit zu finden, ist es eine Situation, wo ganz viele gar nicht die Wahl haben, sondern sagen so, ich muss Mechanical Turk machen oder ich muss Uber machen, damit ich in irgendeiner Form meine Familie ernähren kann. Und plötzlich, meine These ist so ein bisschen, dass diese ganze Gig- oder On-Demand-Economy in der Form niemals so richtig entstehen hätte können, wenn wir in einer anderen wirtschaftlichen Situation gewesen wären. Und das bedeutet für mich, da muss ich leider Eric Schmidt widersprechen, ich glaube nicht, das Problem der nächsten zwei Dekaden ist Automatisierung, sondern ich glaube, dass es nach wie vor das alte Problem ist, nämlich Ausbeutung. Das ist das, was da gerade passiert, was wir sehen, dass Menschen ausgebeutet werden und dadurch Technologie genutzt wird, um einigen wenigen Vorteile zu verschaffen auf Kosten vieler anderer. Zeynep Tufekci ist eine Soziologin, hat irgendwie einen schönen Artikel dazu in der New York Times geschrieben. Sie hat gesagt, es ist nicht nötig, Technologie abzulehnen oder zu beschuldigen. Bei diesem Problem geht es nicht um uns gegen die Maschinen, sondern wir untereinander als Menschen, wie wir uns gegenseitig wertschätzen. Und deswegen geht es auch nie um die Frage, nehmen Maschinen uns die Arbeit weg? Weil Maschinen nehmen uns nie die Arbeit weg. Es sind immer die Menschen hinter den Maschinen, die in irgendeiner Form Arbeit wegnehmen. Es ist immer eine Frage von dem, was, genau wie sie sagt, wie gehen wir miteinander um? So. Es ist auch so, ne? Es ist nicht der Algorithmus, der irgendwas Böses tut, sondern es ist der Mensch, der den Algorithmus programmiert hat. Und deswegen, auch das, wie ich schon angesagt habe, ich glaube, es wird Zeit zu protestieren. Genau das, was ich irgendwie schon gemeint habe. Ich glaube, wir brauchen eine neue Arbeiterbewegung. Mit all dem ist ganz wichtig, mir geht es nicht darum zu sagen, das ist alles böse, Technologie ist böse, wir müssen das alles ablehnen. Ich finde, John Muir, das ist der Gründer des Sierra Clubs, des größten Umweltschutzverbandes in den USA, hat vor vielen Jahren gesagt, nicht blinde Opposition gegen den Fortschritt, sondern Opposition gegen den blinden Fortschritt. Es geht darum, nicht einfach alles zu akzeptieren, zu sagen, wir sind dem Fortschritt ausgesetzt, wir können nichts machen, wir können nichts beeinflussen, sondern es geht darum zu sagen, wie wollen wir leben? Wie wollen wir die Zukunft gestalten? Wie soll sich das verteilen? Wie finden wir faire Arbeitsbedingungen in einer zukünftigen digitalisierten Welt? Und da passiert schon ganz viel. Ne? Also das große Problem, was diese Gig-Economy hat, können Sie sich vorstellen, so diese Mechanical Turk-Arbeiter, die alle zu Hause vor ihren Rechnern sitzen und Arbeit über Webseiten quasi zugeschustert bekommen, die haben einen großen, großen Nachteil im Vergleich zur ersten industriellen Revolution. In der ersten industriellen Revolution stand man in der Fabrik am Fließband und hat gesagt, Moment mal, so geht's ja nicht. Das ist extrem unfair, was hier passiert. Ist zum Nachbar gegangen, gesagt so, ey, ist scheiße, oder? Lass mal was machen, so geht's doch nicht. Das Problem der Mechanical Turk Arbeiter ist, sie wissen nicht, wo sind die anderen Arbeiter? Wer ist auch dort unterwegs? Das heißt, diese ganze
diese ganzen digitalen Arbeiter haben das Problem der Unsichtbarkeit. Und genau das ist das, wo jetzt ganz viel passiert. Also die Uber-Leute fangen an, sich über Foren zu organisieren, um Streiks zu organisieren. Ja, also die, es gibt verschiedene Mechanical Turk-Organisationen, Arbeiterorganisationen, die mit Entwicklern zusammengegangen sind und die angefangen haben, neue Oberflächen zu machen, die mehr Transparenz reinbringen. Das ist zum Beispiel, das ist so eine Erweiterung für einen Browser und die sorgt dafür, dass, weil auf Mechanical Turk werden natürlich alle, wenn man dort eine Aufgabe erledigt, wird die vom Auftraggeber bewertet. Ja, kennt man so, ne? 5 Sterne, 4 Sterne, war scheiße, 1 Stern. Was sie machen, ist das quasi umgekehrt auch zu machen. Das heißt, sie haben wie eine Ebene über der Webseite entwickelt, mit denen Auftraggeber bewertet werden. Der zahlt immer schlecht, der bricht immer vorher ab, der bescheißt ein, all diese Dinge. Die IG Metall ist in Deutschland insbesondere zu diesem Thema unterwegs und sie haben eine Plattform ins Leben gerufen, die heißt Fair Crowdwork, mit der bewerten sie ganze Plattformen und sagen, also auf der Plattform wird besonders fair gezahlt, auf der Plattform wird besonders viel ausgebeutet, um so mal einen Überblick zu bieten und vor allem mehr Druck auf die Plattform auszuüben und zu sagen, wenn ihr damit in Zukunft Geld verdienen wollt, dann müsst ihr fairere Arbeitsbedingungen anbieten. Es gibt aber noch ganz viel zu tun. Dieses Problem der Unsichtbarkeit ist eins, was insbesondere die Medien ganz viel bei helfen können. Das heißt, Journalisten können mehr darüber schreiben, mehr erklären, mehr Recherche machen. Ganz viel davon ist einfach unbekannt und braucht Verbreitung. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie dieses Thema gerade irgendwie die Aufarbeitung zu Uber in Deutschland einfach da total die Meinung verändert hat. Ja, und da geht es nicht nur irgendwie darum, dass die Taxi-Lobby ein besonderes Interesse hat, sondern es geht vor allem darum, was die Uber-Fahrer für ein Interesse haben und das immer wieder auch in den Vordergrund zu spielen. Es gab gerade in den USA eine fantastische Studie, die mit vielen, vielen Uber-Fahrern gesprochen hat, um einfach mal auszuwerten, wie geht es denen damit, was sind deren Probleme im Alltag, wo gibt es so Sachen, wie die haben rausgefunden, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, für einen Uber-Fahrer sich bei Uber zu beschweren. Aber dieses Service-Team, wo man sich beschweren kann, das sind auch Independent Contractors. Das heißt, Uber hat nicht nur die Fahrer nicht fest angestellt, es hat auch die Menschen, die mit den Fahrern sprechen können, nicht fest angestellt, sondern hält alles von sich weg, damit es die bloß nicht zu sehr in Kontakt mit den Fahrern kommt. Und so Sachen werden da aufgedeckt von Leuten, die investigativ arbeiten. Für mich besonders wichtig, ich glaube, dass eine ganz große Verantwortung bei den Startups selbst liegt und ich glaube, dass wir ein ganz großes Problem haben, dass viele Startups noch nicht verstanden haben, welche, ich glaube, es ist lustig, weil die Startups natürlich, und Technologie und Fortschritt und wir finden irgendwie das Neue und wir machen ganz viel Disruption. Aber ich glaube, viele Startup-Gründer haben eigentlich noch nicht verstanden, wie groß eigentlich die Rolle von Technologie in unserem Alltag ist. Ich glaube zum Beispiel, dass ein Entwickler, der bei Uber in New York in der Firmenzentrale sitzt und an der App programmiert, wenn der zum Beispiel den Algorithmus ein bisschen verändert, der darüber entscheidet, wann jemand gesperrt wird. Also zum Beispiel, wenn man besonders viele Fahrten ablehnt oder wenn die Bewertung unter einem bestimmten Wert sinkt, dann wird man für 24 Stunden als Fahrer suspendiert. Jetzt irgendwie muss irgendwer bei Uber darüber entschieden haben, wie dieser Algorithmus aussieht. Wenn das passiert, dann so und so. Jetzt sitzt so ein Entwickler da und sagt, okay, wir müssen das nochmal ein bisschen korrigieren, ich probiere es mal so. Und seine kleine Entscheidung an seinem Rechner im Hinterzimmer von Uber sorgt dafür, dass morgen, wenn die Uber-Fahrer fahren, manche da plötzlich ihr Geld nicht mehr verdienen können. Oder so eine Marketingentscheidung, wir bieten das jetzt 30% günstiger an, damit mehr Leute irgendwie Lust haben, mit Uber zu fahren. Und plötzlich Uber-Fahrer sagen, aber damit komme ich nicht, ich kann gar nicht so viel fahren, dass ich mit dieser Vergünstigung immer noch genug Geld verdienen kann. Das heißt, die Entscheidung, die dort ein Designer, ein Entwickler, ein Gründer trifft, haben reale Auswirkungen, ob Menschen morgen ihr was zu essen auf den Tisch stellen können oder nicht. Und diese Relevanz in dem Alltag der Menschen, die Technologie und dass diese Entscheidung treffen können, ich glaube, die sind sich viele Startup-Gründer immer noch nicht bewusst. Und das gilt auch für die Entwickler und Designer. Und das ist immer wieder so mein Appell, insbesondere an die Leute, die diese Technologien einsetzen. Seid euch der Verantwortung bewusst, die ihr dort einnehmt,
Weil erst dann können wir auch euch wirklich ernst nehmen in dem, was ihr sagt, wie ihr die Gesellschaft verändern wollt oder die Welt verändern wollt, was man ja so als Startup-Gründer heute, glaube ich, muss. Auch die Politiker, es ist für mich total faszinierend zu sehen. Sie können jedes beliebige Buch, was sich mit der Frage nach Automatisierung und technologiebedingter Arbeitslosigkeit in den letzten 3 Jahren geschrieben wurde, in die Hand nehmen. Und ich garantiere Ihnen, dass Sie im letzten Kapitel das Wort bedingungsloses Grundeinkommen lesen. Ich habe noch kein einziges Buch zu diesem Thema gefunden, was am Ende nicht sagt, wir müssen über das bedingungslose Grundeinkommen reden. Weil das einfach alles auf eine andere Basis stellt. Die ganze Diskussion, die wir jetzt führen, ne, das, was ich vorhin gezeigt habe von Spam Girl, so, für viele Leute gibt es keine Alternative zu Mechanical Turk, weil sie einfach keine andere Arbeit finden. All diese Diskussionen kommen auf eine ganz andere Ebene, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Und ich finde es sehr faszinierend, allein in den letzten 3 Jahren, als ich vor 3 Jahren das erste Mal zu diesem Thema gesprochen habe, ich bewusst das bedingungslose Grundeinkommen rausgelassen, weil ich nicht wollte, dass sich die ganze Diskussion darauf konzentriert. Und was passiert ist, ist, dass natürlich als allererstes alle Leute irgendwie Kommentare, oh, was mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Und damals war es echt noch so ein Nerd-Thema, so ein paar Anarcho-Spinner, die wollen jetzt irgendwie hier das machen. Heute sind wir an einem ganz anderen Punkt. Heute haben wir eine finnische Regierung, die in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass sie das bedingungslose Grundeinkommen ausprobieren wollen. Die jetzt ganz konkret ihr Sozialministerium damit beauftragt haben, dafür einen Entwurf zu machen, wie das Realität werden kann. Wir haben verschiedene Städte in den Niederlanden, die damit experimentieren. Wir haben Volksabstimmungen in der Schweiz zu diesem Thema. Das heißt, es von einem so, da sind ein paar irgendwie gutmütige Spinner, zu einem wirklich realen Thema geworden, was noch viele, viele Jahre brauchen wird, bis es, glaube ich, auch in Deutschland man sich ein bisschen mehr an das Thema dran wagt. Ich glaube, ich bin noch nicht sicher, inwiefern die Piraten uns da so einen Gefallen mitgetan haben. Aber das ist ein Thema, was hier ganz klar irgendwie mit dabei sein muss. Aber auch ganz anders, ne? Neue Arbeitsformen. Ich glaube, wir brauchen mehr Flexibilität in diesen, es muss mehr geben zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit. Es muss mehr Zwischenstufen geben, die auch rechtlich abgesichert sind und dem Ganzen Sicherheit geben. Ich glaube, da ist die Politik in der Verantwortung. Ganz zum Schluss, ein Ding, was ich sehr gespannt verfolge, ist eine Alternative, die immer wieder genannt wird, sind sogenannte Kooperativen. Es gab gerade in New York vor 2 Wochen eine große Konferenz zu diesem Thema, wo sie sagen, was wäre, wenn wir so ein Modell haben wie Uber, aber den Fahrern gehört das Unternehmen. So, ne? Plötzlich sieht alles anders aus. Das heißt, Kooperativen werden als eine mögliche Alternative gesehen. Ganz zum Schluss, ich möchte gerne noch eine Empfehlung aussprechen, einen Buchtipp. Die granulare Gesellschaft von Christoph Kuklick, der Chefredakteur von der GEO. Wenn Sie das Buch in die Hand nehmen und sich vorne drauf angucken, ist unheimlich kryptisch. Unheimlich schwer zu verstehen, worum es geht. Es ist aber meiner Meinung nach das beste Buch aktuell in Deutschland, um Digitalisierung und die Auswirkungen auf Gesellschaft zu verstehen. Er hat es wirklich fantastisch geschafft, die unterschiedlichsten Themen in diesem Buch zusammenzuholen, verständlich darzustellen, was da passiert und die Chancen und Risiken aufzuzeigen. Das heißt, wenn Sie so nochmal irgendwie den ganz großen Blick haben wollen, wie das alles funktioniert und wo wir da hingehen, kann ich Ihnen dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Ansonsten auf zu einer neuen Arbeiterbewegung. Vielen Dank.